Sie sitzen da zu Hause an Ihrem Schreibtisch und vor Ihnen stapeln sich die Fotokopien, stapeln sich die Lehrbücher, stapeln sich die Skripte und Sie wissen nicht, wo oben und unten ist. Und ich will Ihnen erklären in diesem Video, warum das so ist. Mein Name ist Marius Ebert, willkommen. Ich habe dieses Video genannt Zumüllen als Schutz, denn darum geht es. Sie erhalten von Ihrem Weiterbildungsträger in der Regel nicht zu wenig Informationen, sondern zu viele Daten. Zumüllen heißt also, Sie haben Fotokopien, davon haben Sie wahrscheinlich am meisten. Sie haben aber auch Bücher, Sie haben Skripte. Mit Fotokopien sind oft auch Fotokopien aus Büchern, also Ausschnitte aus Büchern hier gemeint und so weiter. Und was Sie nicht erkennen können in diesem ganzen Datenmüll ist, was ist relevant und was ist nicht relevant. Das heißt, das erzeugt in Ihrem Kopf ein großes Fragezeichen und Sie fragen sich nach der Relevanz. Oder überhaupt, wie muss ich das überhaupt jetzt einordnen? Muss ich das jetzt alles lernen? Und wenn ja, wo soll ich anfangen? Das heißt, hier beginnt der erste Schritt. Dieses Ganze führt Sie in Verwirrung. Verwirrung ist der erste Punkt der Abwärtsspirale, über die ich oft gesprochen habe. In der Regel kommt nach der Verwirrung die Frustration, dann die Verzweiflung, dann die Depression, selten die Aggression. Und hier ist der erste Schritt, die Verwirrung. Aber warum ist das so? Warum gibt Ihnen Ihr Seminar, Ihr Weiterbildungsträger, Ihr Seminaranbieter, warum müllt der Sie zu mit so viel Zeug? Und hier ist die Antwort, Schutz. Ihr Weiterbildungsträger weiß, dass die Ergebnisse, die Prüfungsergebnisse in der Regel nicht gut sind. Ich habe oft erklärt in anderen Videos, dass die Seminaranbieter alle das Problem haben, dass sie 7 Fächer haben für einen Abschluss und da 7 verschiedene Dozenten reinpacken und kein Mensch koordiniert. Das ist das zentrale Problem aller dieser Weiterbildungsträger. Aufgrund dieses Durcheinanders, unterschiedliche Dozenten, unterschiedliche Lehrstile, nicht aufeinander abgestimmte Skripte, manchmal gar keine Skripte, manchmal aus Büchern was kopiert, da kommt dieses ganze Durcheinander her, ist systemimmanent. Ja, können die Weiterbildungsträger nicht ändern. Sie werden niemals ein Konzept aus einem Guss hinkriegen, weil sie keinen Dozenten finden, der alle diese Fächer abdecken kann. So, und was machen die Weiterbildungsträger? Sie alle haben Angst vor einer Klage, also als Schutz vor Klagen. Darum geht es. Es könnte ja mal sein, dass irgendeiner der Teilnehmer, das ist der, der von Verwirrung über Frustration abwärts geleitet, aber nicht in Depression, sondern in Aggression, was seltener vorkommt, aber es kommt vor, dass der diese Aggression kanalisiert in einer Klage vor Gericht. Und dann kann der Weiterbildungsträger hingehen und sagen, wir haben Ihnen das ausgegeben, wir haben Ihnen das gegeben, Sie hätten es hier nachlesen können, Sie hätten es da nachlesen können und so weiter. Niemand spricht ehrlich über das Problem, dass kein Mensch, der nebenberuflich sich auf einen IHK-Abschluss vorbereitet, diese ganzen Informationen, diese ganzen Daten, muss man ja sagen, diesen ganzen Müll selektieren kann nach relevant und nicht relevant. Die Aufbereitung des Lernstoffs ist die Hauptarbeit. Das eigentliche Lernen ist demgegenüber ein Klacks. Keiner kann das leisten. Aber darüber wird vor Gericht nicht geredet.
Da kann der Weiterbildungsträger sagen, wir haben dies ausgegeben, wir haben jenes ausgegeben, wir haben das ausgegeben. Dass der Teilnehmer das dann nicht gelernt hat, ja, das ist ja nicht unser Problem. Und deswegen werden sie zugemüllt. Das ist die Schutzmauer vor einer Klage. Wie halte ich das? Was mache ich? Kein Mensch hat Lust, vor Gericht verklagt zu werden. Kostet Zeit, kostet Geld, kostet Nerven. Ja, kein Mensch hat da Lust drauf. Auch ich habe da keine Lust drauf auf sowas. Aber mein Weg ist ein grundsätzlich anderer. Zunächst einmal, ich habe ein aufeinander abgestimmtes Konzept. Ja, das große Problem der Weiterbildungsträger ist das Fach 1, Fach 2, Fach 3, Fach 4, Fach 5, Fach 6, Fach 7. Entsprechend haben sie da Dozent 1, Dozent 2, Dozent 3 oder Dozentin 4, 5, 6 und 7. Von diesen 7 Dozenten sind 2 gute. Na, wenn sie 3 haben, haben sie den Lottogewinn. Also nehmen wir an, hier haben wir einen guten und hier einen guten oder eine gute. Und ansonsten haben wir hier eine Trennung. Das heißt, das ist alles nicht aufeinander abgestimmt. Es gibt keinen Dozenten, der sich hinsetzen kann und alle diese Fächer in Form von Skripten aufbereiten und aufeinander abstimmen. Ich bin bis heute der Einzige. Der Einzige weit und breit, der das gemacht hat. Es ist eine brutale Arbeit gewesen, aber ich habe mir diese Arbeit gemacht. Ein Dozent, nehmen wir an hier der Dozent 1, kann in der Regel nur seine Fächer. Das heißt, der käme vielleicht bis hier. Ja, die anderen Fächer kann der gar nicht. Und wenn er sie könnte, dann hätte er niemals die Zeit, das alles aufzubereiten, weil man da Wochen, Monate, im Prinzip Jahre für braucht und in der Zeit er kein Geld verdient. So, mein Konzept ist also das aufeinander abgestimmte Konzept, das im Kontrast steht zu dem, was die Seminaranbieter machen. Das ist das Erste. Und zweitens, ich verfolge die Philosophie, 90% des Stoffes für 90% der Teilnehmer, der Kunden. 90%, nicht 100%. Ich verzichte ganz bewusst auf das letzte Detail. Sie wissen vielleicht, wenn Sie meine Videos kennen, dass ich sehr oft mit diesem Bild eines Baumes arbeite. Ein Baum hat Wurzeln, die ich sehr ausführlich erkläre. Das ist die Basis eines jedes Lerngebietes. Und hier muss man verweilen, damit man es auch wirklich gut verstanden hat. Dann kommt der Stamm, dann kommen die Zweige, dann kommen die Äste, dann kommen die Maserungen der Blätter. Die Maserungen der Blätter sind die allerletzten Details und selbst diese Maserungen haben eine unterschiedliche Intensität. Das heißt, man kann hier sogar noch in feinere Maserungen der Blätter gehen. Und in diese letzte feine Maserung der Blätter gehe ich nicht. Die letzten 10% lasse ich ganz bewusst und gezielt weg, aber es sind wirklich die 10% da oben in den Feinheiten der Maserung der Blätter. Ich würde niemals 10% bei Wurzel, Stamm, Zweigen und Ästen weglassen. Also, wenn ich sage 90% des Stoffes, dann sind diese 10% wirklich ganz klar letztes, hinterstes Detailwissen. Dass man sich leicht in wenigen Minuten erarbeiten kann, wenn man es in der Praxis dann mal braucht, weil man die Wurzel, den Stamm, die Zweige, die Äste und die Hauptmaserung der Blätter sehr gut verstanden hat. 90% des Stoffes gut strukturiert vermittelt. Ja, das ist meine Philosophie. Gut und strukturiert, also gut heißt vor allem strukturiert, vermittelt. Ja, aber was ist denn da mit Klagen? Werden Sie dann nicht verklagt, sagt dann jemand, erstmal diese letzten 10% kommen
in 99% der Prüfungsfragen überhaupt nicht vor. Ich kann nicht sagen 100%, aber 99% der Prüfungsfragen kümmern sich garantiert nicht um diese letzten Feinheiten der Maserungen der Blätter da oben im Baum, sondern kümmern sich um den Baum, kümmern sich um die Zweige. Und von daher ist also das Risiko einer Klage schon ausgeschlossen, aber nicht hundertprozentig. Und dementsprechend, ich mache das, was ich hier mache. Im Oktober des letzten Jahres waren es 25 Jahre. Vor 25 Jahren, im Oktober des letzten Jahres, vor 25 Jahren, habe ich angefangen. Ich bin ein einziges Mal verklagt worden. Von jemandem, der sich auf den Standpunkt gestellt hat, mein Lernstoff, das, was ich vermittle, sei nicht ausreichend für die Prüfung. Was ist passiert? Ich will es ausführlich erklären. Die Richterin hat gesagt, mein Name ist Hase, ich kann das hier nicht beurteilen. Wir brauchen einen Gutachter. Wir brauchen einen Gutachter. Wer musste den Gutachter bezahlen? Der Gutachter musste bezahlt werden vom Kläger, also von demjenigen, der behauptet hat, mein Lernstoff sei nicht ausreichend für die Prüfung. So. Dann hat das, ich glaube, fast ein Jahr gedauert. Hat der Gutachter gegutachtet. Ein Jahr lang hat er sich mein Lernmaterial angeschaut und ein Gutachten erarbeitet, das nachher ziemlich dick war. Und nach einem Jahr kam das Gutachten mit dem Ergebnis, dass das, was der Marius Ebert da vermittelt, völlig in Ordnung und ausreichend ist. Und den Anforderungen des Rahmenstoffplans und der Prüfungsordnung entspricht. Das war das Ergebnis. So, daraufhin musste der Kläger meinen Anwalt bezahlen, das Gutachten bezahlen, die Gerichtskosten bezahlen, das alles bezahlen. Und das ist das einzige Mal, dass ich verklagt wurde. Damit habe ich jetzt auch amtlich durch ein dickes, fettes Gutachten, dass meine Strategie richtig ist. Aber ich würde auch noch eine zweite Klage riskieren. Wenn ich dadurch den Leuten, die sich nebenberuflich vorbereiten, diese Quälerei ersparen kann. Ehrlich gesagt, ich würde auch noch, und im Prinzip riskiere ich es ja, noch eine weitere Klage riskieren, dadurch, dass ich klar sage, 90%, nicht 100%, 90% strukturiert, nicht 100%, 100% ist zumüllen, ja, 100% gleich zumüllen. Ja, das ist die Strategie im Prinzip fast aller Weiterbildungsträger. Und das ist meine Strategie. Ich würde auch noch eine weitere Klage riskieren, denn wenn ich dadurch meinen Teilnehmern dieses Leid ersparen kann, das ich gerade beschrieben habe. Dass die Leute da sitzen und vor lauter Müll, den sie da auf dem Schreibtisch haben, überhaupt nicht wissen, wo oben und unten ist. Ja, das ist meine Philosophie. Und ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen besser verstanden, warum das anderswo anders ist und wie die Weiterbildungsträger ticken. Ja, die sagen, wir schützen uns lieber 100% vor den Klagen, da bauen wir diese Schutzmauer auf. Und Marius Ebert sagt, ich riskiere auch meine Klage und ist tatsächlich einmal passiert, aber mit positivem Ergebnis für mich. Aber ich riskiere auch gerne noch eine neue Klage, wenn ich dadurch meinen Teilnehmern diese Quälerei ersparen kann. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.